Leute, es war einmal Dezember 2013 unser erster und bisher auch einziger Trip nach Paris. Gebucht hatten wir das Ganze über Mango Tours. Ich glaube, das kostete so 70 Euro pro Person. Da war eine Übernachtung mit drin und wir sind nachts hingefahren und ganz früh in Paris angekommen. Da haben wir dann eine Stadtrundfahrt erstmal mitgemacht. Tatsächlich war auch so früh morgens schon richtig viel los. Domi hat dann versucht, ein Foto von mir vom Eiffelturm zu machen. So hätte es aussehen müssen. Mittags ging es dann erstmal kurz ins Hotel. Das war im La Défense-Viertel, ein Ibis-Budget-Hotel oder Budget, ich weiß nicht, wie man das sagt. Und es war wirklich richtig ekelhaft. Wir hatten jetzt nicht viel erwartet, aber da war wirklich alles unter aller Sau. Und auch in der Nacht ging die ganze Zeit der Feueralarm los und so. Das ist wirklich nicht zu empfehlen. Wir sind dann aber direkt wieder losgezogen. Das war so dieses Büroviertel La Défense. Dann sind wir auf den Tour Montparnasse raufgefahren mit dem Aufzug. Das war das 58. Stockwerk und man hatte eine wirklich super Aussicht auf den Eiffelturm und alles, weil ich war vorher schon mal auf dem Eiffelturm und logischerweise, wenn man selber drauf ist, sieht man den Eiffelturm ja nicht. Deswegen ist es schlauer, ihn aus der Ferne zu sehen. Und wir haben dann gewartet, bis es dunkel wurde. Ich habe jede Menge Bilder gemacht. Ja, sind nicht alle gut geworden, aber es war auf jeden Fall richtig schön, die Stadt so von oben zu sehen. Dann waren wir noch etwas essen und ja, das hat echt gut geschmeckt. Wir haben dann überlegt, was wir noch machen sollen. Es war auch relativ kühl so am Abend. Ich meine, es war ja auch Dezember. Und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen, haben uns das Rotlichtviertel angeschaut und waren dann spontan im Erotikmuseum. Das hat 6 Euro pro Person gekostet und war wirklich richtig lustig. Also wir haben uns da gut amüsiert. Ich habe einige Bilder gemacht und ja, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man ein bisschen Zeit überbrücken oder sich einfach aufwärmen will oder bei schlechtem Wetter oder so. Dann ging es zurück ins Hotel und da war dann, wie gesagt, in der Nacht mehrfach der Feueralarm und auch das Frühstück morgens war richtiger Dreck. Also wir waren froh, als wir da raus waren. Dann sind wir an der Seine entlang zur Notre Dame spaziert, haben uns natürlich diese Pont Neuf mit den ganzen Schlössern angeguckt und haben den Tag dann noch so ein bisschen in der Innenstadt verbracht. Ich glaube, es war Wochenende, aber es war gar nicht so viel los, muss ich sagen. Und ja, dann haben wir nochmal den Eiffelturm aus nächster Nähe betrachtet. Da haben wir dann noch jede Menge Bilder gemacht und auch gewartet, bis der Eiffelturm dann abends glitzerte. Und dann haben wir danach, bevor wir zurückgefahren sind, noch eine Lichterrundfahrt mitgemacht. Die war auch wirklich schön, da waren wir am Triumphbogen und so, haben uns die ewige Flamme angeguckt, die aber leider an dem Abend irgendwie erloschen war. Keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen!